mit Christina Sterz. Schönen guten Abend. Es ist ein mutiger und vielleicht sogar verzweifelter Schritt nach vorn, den die Werbegemeinschaften im Kreis jetzt gehen. Sie machen mobil gegen die Corona-Einschränkungen für Einzelhandel und Gastronomie und fordern eine weitere Öffnung. Die Zahlen könnten viele zögern lassen. Bundesweit steigen die Inzidenzwerte wieder an. Hier bei uns in Ostwestfalen-Lippe auch. Aber es gibt tatsächlich deutliche Unterschiede. 33,2 momentan den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Nordrhein-Westfalen. Das Thema ist heute überall ganz groß in den Medien, denn es ist heute genau 10 Jahre her, dass ein Tsunami zu der Reaktorkatastrophe im Kernkraftwerk in Fukushima in Japan geführt hat. Als vielleicht einziger Deutsche erlebte ein Ostwestfale das Unglück vor Ort mit. Jürgen Oberbäumer kommt aus Rödinghausen im Kreis Herford. Seit mehr als 30 Jahren lebt er in Japan und war bei dem Unglück ganz in der Nähe. Er besucht seine Heimat immer noch regelmäßig. Heute am Jahrestag des Unglücks ist er hier. Ja, und da gibt es jede Menge zu erzählen. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt zu Gast im Studio für Sie heute. Ist das einer, wo Sie dankbar sind, dass es Ihnen so gut geht, dass es Ihrer Familie gut geht? Einer, wo Sie die Faust in der Tasche ballen und sagen, da hätte eigentlich viel mehr passieren müssen? Wer hat Sie diese Katastrophe und alles, was damit zusammenhängt, als Mensch verändert? Über Ihre Arbeit als Atomkraftgegner sprechen wir gleich. Ja, gut, ja, okay. Wie war das an dem Tag selber? Wann haben Sie gemerkt, auch dem Ganzen ging ja der Tsunami und davor noch das Erdbeben dem voraus, wann haben Sie gemerkt, irgendwas geht da gerade ganz fürchterlich schief? Sie konnten nachts keinen erreichen? Nee, ich konnte keinen erreichen. Nun, wie gesagt, die Telefonleitung war völlig überlastet und man konnte da nichts machen. Dann bin ich zum Bahnhof geradelt. Zunächst erst nach Deutschland gegangen und irgendwann waren Sie dann wieder zurück in Japan. Hatten Sie keine Angst, zurückzugehen? Ja, natürlich. Angst wie verrückt. Ja, gar nicht, glaube ich, oder? Ja, ist keine Frage des Wollens. Nicht? Ist einfach, man muss ja, man ist im Rad und man muss arbeiten, man muss verdienen und die Verwandten der Frau sind da und alles. Sie arbeiten als Lehrer, als Englischlehrer. Ja. Wie sind Ihre Schüler damals oder wie sind Sie, haben Sie das mit den Schülern verarbeitet? Denn die hatten bestimmt auch 1000. Denn als Deutscher da gegenreden oder müssen Sie da mit der Welle im wahrsten Sinne des Wortes schwimmen? Ja und nein. Also ich... Im Zuge der ganzen Geschichte ihr Haus verloren, in dem ihre Kinder groß geworden sind, in dem sie sehr, sehr lange gelebt haben, weil das verkauft werden musste und sie sind jetzt umgezogen. Wie ist das Ganze für Sie jetzt in dem neuen Haus? Danke für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dankeschön, dass Sie uns von Ihren Erlebnissen erzählt haben. Grüßen Sie mir bitte Ihre Frau und den Rest der Familie. Kommen Sie gut wieder zurück nach Japan. Ein bisschen dauert es ja noch. Vielen Dank. Die Meteorologen hatten für den heutigen Tag heftige Sturmböen vorausgesagt. Ganz so schlimm wie erwartet war es aber bei uns bisher nicht. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Gütersloh begrüßt die Entscheidung vom Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die strenge Maskenpflicht in Alten- und Pflegeheimen aufzuheben. Auch gemeinsame Aktivitäten wie Singen, Basteln und Kochen sollen wieder möglich sein. Für die Bewohner entfallen auch die Corona-Tests. Personal und Besucher müssen aber weiterhin getestet werden. Normalerweise gibt es Ende März den ersten Spargel aus OWL und viele von Ihnen freuen sich sicherlich schon drauf. Auf den Feldern laufen auch schon die Vorbereitungen. Allerdings wird es in diesem Jahr wahrscheinlich etwas später als sonst. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, sondern schlicht mit dem Wetter. Unsere Reporterin Irma Mujanovic verrät Ihnen, wann es soweit ist, denn sie hat sich in Verl auf die Suche nach den ersten kleinen Spargeltrieben gemacht. Bilder von oben, finde ich. Fenster auf und lüften, und zwar alle paar Minuten, gnadenlos, auch bei einstelligen Temperaturen. Das ist momentan Alltag in den Klassenräumen. Nicht immer angenehm für die Schülerinnen und Schüler, kann man sich vorstellen. Helfen könnte ein CO2-Messgerät, das erst dann Alarm schlägt, wenn der Kohlendioxidgehalt in der Luft zu hoch ist. Denn der gibt einen Hinweis auf die Aerosolbelastung in den Räumen. Leider sind die Geräte richtig teuer. Und darum hat eine Gruppe von Professoren der FH Aachen einen Bausatz entwickelt, mit dem sich jeder für 65 Euro ein CO2-Messgerät selbst zusammenbasteln kann. Auf den ersten Blick sieht das allerdings eher aus, als würden die Schüler eine Bombe entschärfen. Alle Infos und wo Sie den Bausatz bestellen können, finden Sie unter makerspace-ac.de. Lüften, Maske tragen, Abstand halten. Corona hat uns alle nicht nur lange isoliert, sondern wir sehen auch kaum noch was voneinander, wenn wir uns auf der Straße oder im Supermarkt begegnen, denn die Maske verdeckt tatsächlich sehr viel. Die Künstlerin Suzanne Austin aus Bielefeld möchte die Menschen in ihrem Viertel wieder miteinander verbinden, indem sie ihnen wieder ein Gesicht ohne Maske gibt.
Ich glaube, da haben wir alle schon eine ganze Menge Feste auf der Liste. Hoffentlich können wir die bald alle zusammen feiern. So, und kurz vor Ende unserer Sendung zeige ich Ihnen jetzt noch jemanden, der ziemlich erfolgreich ist. Lucy, das ist der Dackel von Julia Beermann. Der Therapiehund ist ziemlich clever und gelehrig und deshalb heute unser tollstes Tier. Und das tollste Tier unseres Zuschauers Ulrich Kramer aus Paderborn ist heute mit Sicherheit dieser Schwarzspecht hier, den er gestern bei seinem Spaziergang in der Nähe der Paderborner Fischteiche aufgenommen hat. Vielen Dank dafür, Grüße nach Paderborn und so geht's mit dem Wetter weiter. Was milder, pünktlich zum Frühlingsanfang. Ihnen einen schönen Abend, hier geht's weiter mit der Tagesschau.